vergessen, Harrys Forschungsstation zu checken. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Es gibt hier viele Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Und hab dich! Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Hab's! Als ob ich direkt am Auspuff hänge. Ich erschrecke wohl die Leute, aber das ist ja nichts Neues. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mache lieber Fotos. Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Licht ist perfekt. Perfekt. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Alle Officer, ein Überfall wurde gemeldet. Verfügung.
Officer, bitte zum Theaterviertel. Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer will ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst unruhig werden. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnte ja alles sein. Moment, sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Weißgeld, ist mir auch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay, Yuri, Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Im Raft wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert?
Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Das frage ich auch. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Als MJ und ich uns um den Mietvertrag beworben haben, dachte ich, wir ziehen zusammen ein. Stattdessen haben wir uns getrennt. Ich bin manchmal echt blind. Rhino hat mich fast getötet, bis ich ihm den Hornsplitter abgebrochen habe. Dann wusste ich, woraus sein Kostüm war. War trotzdem nicht einfach, ihn zu schlagen. Mein Rücken tut weh, wenn ich nur daran denke. Nachricht von Doc? Peter, vielleicht war es vorschnell, Ihnen zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Sofort unterstützen. 10:30, gepanzertes Fahrzeug. Alle Officer in Nomad, bitte melden. Fisk hat mich damit ordentlich verprügelt. Ich hätte sie fast als Beweismittel benutzt. Aber MJ meinte, das sei Hausfriedensbruch und ich würde im Knast landen. Typisches Parker-Glück. Bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Bruselnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk-Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Hey Yuri, wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein guter Cop. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Dieser Bandenkrieg zwischen den Dämonen und Fisk verschärft sich. Ich weiß, sogar Schocker mischt damit. Er erledigt Aufträge für die Dämonen. Die meinen es echt ernst. Wollen sie Fisk einfach ersetzen? Das wäre schlimm genug. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Und wenn sie einen Zeh in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Black. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. So ungefähr. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Wir müssen an alles denken. Die reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt Fisk hier auf? Mr. Fisk ist immer 5 Schritte voraus. Hey, wie lange besitzt der Boss das Gelände schon? Sieht alt aus. Nur ein Jahrzehnt oder zwei. Ist vorher schon durch viele Hände gegangen. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung.
Der alte Schmugglertunnel versiegelt sich nicht von selbst. Kannst du mir helfen? Du hast es im Griff. Außerdem, ich halte Wache. Ich halte Wache. Tolle Einstellung. Wird dich weit bringen. Läuft ziemlich gut bei mir. Ich muss nicht an beschissenen, rostigen Rohren rumschrauben. Was für ein Tunnel wollen sie versiegeln? Und wo führt er hin? Da will einer eine Abreibung. Der Schütze wird bewacht. Sprengfall. Muss sie trennen und ausschalten. Wofür ist das gut? Zu viele. Einige sind zu alt. Außerdem gefällt es ihm doch so. Verleiht dem Gelände. Ja, so viel Charakter, dass es dir die Hand sprengt, wenn du dich aufmachst. Die Ausrüstung ist so schneller. Der Boss verlässt sich darauf, dass wir alles am Laufen halten. Ihr zwei, Überprüfung fertig? Ziemlich ruhig bei dir. Alles okay? Die Karten sind alt und kompliziert. Wenn's antwortet nicht, bitte nachsehen. Dann übersetzt sie. Ich will das abschließen, damit wir die restliche Ausrüstung im Keller unterbringen können. Jawohl, Sir. Wird gemacht. Die Zeichnung auf der Verpackung ist verwirrend. Wir haben Z23, CR17 und D12. CR20? Mist. Mit Zahlen habe ich's nicht so. Eher Namen. Hohlladungen, Sprengkapseln, Sprenggel. Ich kann nicht sagen, was ist, solange alles verpackt ist. Lassen wir die Inventur öffnen, den Kram und verkabeln den Keller, okay? Niemals. Wenn Fisk es so will, wird es so gemacht. Such die Namen, dann mache ich die Inventur. Wo ist bloß der Keller, über den Sie ständig reden? Zu viel Fantasie. Keiner ist so doof, sich mit uns anzulegen. Mein Rücken. Da könnte was sein. Bereithalten. Arschtritte gefällig! Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür?
Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopf-Klopf-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Ich arbeite an einem elektrischen Netz. Das ist der perfekte Feldversuch. Nicht bewegen. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstärktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich brech das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Gefunden. Perfekt. Was kann man so sagen? Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Gefunden. Geschafft. Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. 1, 2, 3. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komm nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein, hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell!
Verdammt, los geht's! Verdammt, die Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Die nicht tödlichen Waffen wollten sie nicht. Dagelassen haben sie Blendgranaten, Rauchgranaten. Rein und wieder raus. Die waren schnell. Hier sind leere Kisten. Die anderen haben sie einfach gleich ganz mitgenommen. Den eingezäunten Raum haben sie nicht aufgebrochen. Zu viel Arbeit, wenn man nur den Draht über den Waffenständer biegen muss. Da! Sie haben die Schlösser gesprengt! Sch! Dämonen! Bleiben Sie hier! Oh nein, wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg! Los jetzt! Schnapp sie! Halt! Stopp die Waffe! Sie sind behauptet! Könnt ihr kommen? In Deckung! Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arbeit. Achtung! Schieße! Deckung! Jetzt geben Sie einfach nur an! Sagt der Kerl, der Kugeln ausweicht. Ich neutralisiere ihn! Hinter dir! Ich bin ein bisschen beeindruckt! Weiter! Entdeckung! Ich leg ihn lahm! Danke, kam gerade richtig. Wie sieht's aus? Ich hoffe, wir gewinnen. Viele! Sauber! Ruhe! Stopp! Alles okay? Lauf! Ich komm da! Wenn ich an einem Tag zwei Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche aufzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Wenn es so weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey Jungs, Lust auf mehr? Endstation! Pünktlich. Ja.
Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Danke, Mutter. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay. Dann rein. Sie ist gut. Bin ich kaputt. Ich gehe nach Hause und schlafe etwas. Verdammt. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Sechs, vier, sieben, sechs. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ach, mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen, Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus, Bowery und Grant. Kein Problem. Auf alles andere kann ich verzichten. Aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Kann nicht so schwer sein, einen kleinen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Okay? Kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Hey, es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein. Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie! Kein Thema. Ich hoffe, Sie finden Ihre Sachen. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Da geht's gut aus. Keine Spur von meinem Müll, aber... Was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser.
Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Er ist hier. Was? Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Hier muss er sein. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Da! Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kalt stellen! Da oben treffe ich ihn nicht. Er gehört mir. Was ist das? Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich kann das bei MJ versuchen. Okay, wie überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen? Mal überlegen. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute na... Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Oh, das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Okay, das klingt erbärmlich. Warum mache ich so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's? Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa. Daran ist nichts merkwürdig oder so. Es ist nur ein Sofa. MJs Sofa. Eine Benachrichtigung. Anscheinend wurde MJ's Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Sprachnachricht für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo, Spinne. Lang nicht gesehen. Fehl ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Oh. Die Stimme kenne ich doch. Sag bloß, sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Da! Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Hey Yuri, du hast doch noch Blackheads Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder?
Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh noch mal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. Hey May, du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich nein, nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Ihr spielt so spät noch? Ich war Fernfahrer, bevor mir der Mietvertrag gekündigt wurde. Nachts ist es ruhig, da kann man gut denken. Nicht gut genug, so wie du gerade spielst. Mein letzter Mann hat geschnarcht. Ich war immer wach. Na, immerhin seid ihr zu zweit. Besser als nichts. Gerade so. Gute Nacht, ihr beiden. Hey, Kleiner. Was machst du so spät hier? Schau, nur mal vorbei. Was machst du so spät hier? Oh, ich habe ein paar Probleme mit meiner Wohnung. Du sitzt auf der Straße. Das sieht man dir an. Da bist du genau richtig hier. Musst dich nicht schämen. Ich weiß, aber ich will doch den Bedürftigen nichts wegnehmen. Aber weißt du was? Jetzt bist du bedürftig. Auch wieder wahr. Danke, Gloria. Also, ich habe den Job. Mays Empfehlung hat geholfen. Die Leute wissen, dass man sie beim Wort nehmen kann. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Mann, war ich ein Depp. Naja, wir haben alle eine schreckliche Phase. Ja, ich mochte Pferde. Macht nicht jeder diese Phase durch? Ich wünschte, May würde ein paar davon abhängen. Echt peinlich. Vermisse dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Tja, ich sollte wohl mal was tun. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Kannst du das Geld wirklich erübrigen? Aber ja, die Arbeit hier lässt mir gar keine Zeit, es auszugeben. Das ist schon in Ordnung.
Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Oh, es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Wieder. Wenn Spider-Corp sich darum kümmert, wird der Job auf Biegen und Brechen. Nein. Sie würde es nie zugeben, aber der Chief kann sich für Spider-Corp langsam erwärmen. Seine lässige Missachtung jeglicher Vorschriften war höchst erfrischend. Das würde sie noch merken, eines Tages. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute! Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe wegen was anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden! Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede! Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborne. Ha, nur ein Scherz. Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Hab dich. Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege.
so ein Raketenwerfer weckt einen auf! Wenn man mir mit 12 gesagt hätte, dass irgendwann mal Maskierte mit Raketen auf mich schießen werden, hätte mir wohl sogar gefallen. Na bitte. Ich glaube, hier wird mit teurem Wein gehandelt. Sie dehnt das Geschäft aus. Ich muss ihr zuvorkommen.